entdeckt, wo wir nicht wissen, was das ist. Hier ist für die Kenner unter euch Panzerplatten. Da sieht man schon, wissen aber nicht, was es ist. Kriegen wir aber mit Sicherheit gleich raus. Das sieht aber auch einfach nur aus. Ja, also das lohnt sich gar nicht. Da jetzt hier über den Zaun drüber. Hier vorne ist ein Zaun, wenn ihr seht. Das ist einfach nur eine leere Halle. Ja, also ich zeige euch die gerne so. Leere, verlassene Halle im Wald. Mehr ist es aber nicht. Und das ist doch gar kein Aufwand irgendwie wert. Gehen wir mal Richtung Loch vom Bunker. So, und auch hier noch was zurückgelassenes. Sagen Mauerrest, ja, aber irgendwas wird es gewesen sein. Früher mal. Guck gerade da hinten. Ne, so da ist nichts mehr. Da nochmal. Hier so ein bisschen aussieht, als ob da noch irgendwie was ist. Aber ne. Ist es nicht. So, da wäre dann das Loch, der quasi Einstieg in den letzten Bereich des Bunkers. Ich will aber noch mal sehen, was hier so ist, weil hier so eine Art Anbau. Mal schauen, was wir hier noch finden. Also, ist eine Öffnung, durch die ich notgedrungen sogar durchpassen würde. Aber was ich noch gesehen habe, ist, da oben ist ein Eingang, der aber zu ausschaut. Seht ihr das da oben? Also hier ist auch ganz schön zugewachsen. Da oben ist ein, ja, grünes Gitter mit massiven Ketten drumherum, also kommt man noch nicht mal durch, glaube ich. Ich tue euch den Gefallen und gehe da gerne gucken. Ja, auch das ist Lost Blazen. Einfach mal durch absolut unwegsames Gelände latschen. Lost Blazen ist aber auch zu fragen, wie komme ich jetzt darüber? Weil erstens stehe ich hier ein bisschen belämmert. Ich muss ganz hoch. Und das alles nur für einen Eingang, der wahrscheinlich zu ist. Komm ich jetzt da hin? Okay. Das Problem ist auch, dass ich die Kamera verkabelt habe. Ich trage hier quasi ein Kabel mit mir rum. Wenn ihr es seht. Drin, so fleißig vor sich hinläuft, das Kabel geht jetzt noch an mir rum. Hier wäre dann die Lenkrumme. Jetzt werden wir mal ganz kurz springen, das ist glaube ich einfacher. Das finde ich da jetzt. Versuche hinzulaufen. So, ja, das sieht doch schon erneut nach einem schönen Bunkereingang aus. Seht ihr das? Problem ist, das hier ist wirklich gesichert. Ja, mit viel Mühe konnte ich die Ecke da unten aufziehen und mich da durchzwängen, weil die Ketten kriegt
erstmal nicht kaputt. Würden wir auch nicht machen. Ja, ich überlege mal ganz kurz und melde mich gleich wieder. So. Ich habe dann doch mal hier so ein bisschen unten gegen getreten. Hängt ja hier noch nicht mal eingehängt, wenn ihr seht. Also die Tür, das ist einfach nur ein Gitter, was hier gegen gemacht worden ist und oben mit den Ketten gesichert. Ja, klar, tritt man unten dagegen. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da durchkommt, dann doch gegeben. Ich weiß es noch nicht. Wie ich jetzt hier mit Taschenlampe und dem ganzen Gerödel gedürzt. Ich komm. So. Drehen wir euch dann schon mal. Ich will aber jetzt nicht wissen, wie meine Klamotten aussehen. Ich weiß auch nicht, wo das hier hinführt, was das hier ist. Aha. Also man sollte dann schon aber auch aufpassen, wo man nicht hintritt, weil, ach du Scheiße, sehe ich immer. Ja, hier sind massiv Löcher im Boden. Und da möchte ich so nicht durchfallen. Zumal ich gerade alleine unterwegs bin. Eigentlich eine Lost Place-Regel. Sowas nicht zu tun. Plötzlich ein Riesenspalt im Bunker. Mein Freund, die Spinnen. Okay. Weiterer kleiner Raum. So Leute, das kann nicht so witzig werden. Der Ausgang ist doch schon ein ganzes Stück weg. Und wieder diese Spinnen an der Decke. Und Licht am Ende des Tunnels. Ich mach mal meine Lampe aus. Mal gucken, ob ihr seht, wie weit es da hinten geht. Seht ihr diesen ganz kleinen hellen Punkt da hinten? Das wäre quasi der Ausgang. Problem ist auch, ich habe nur eine Taschenlampe dabei. Sollte die aus irgendwelchen Gründen den Geist aufgeben, wäre das. Was ist das denn? Wäre das fatal? Also, da ist eine Öffnung. Okay. Ihr seht, was hier schön dran hängt. Ja, lustig hier. Und das geht eine ganze Ecke weiter. Nur Taschenlampe sollte nicht ausfallen. Einfach weil ich nur eine dabei habe. Bloß mit den Löchern da am Boden möchte ich hier nicht in Dunkeln zurück. So, was ist das hier? Okay. Nur ein Hügel. Kann doch nicht mal aufrecht gehen, weil es hier so klein ist. So, hier mal wieder so ein Raum. Okay. Wie gesagt, ich befinde mich jetzt wirklich im Inneren von dieser Bunkeranlage hier. Da vorne kommt dann das Licht. Das heißt, ich bin Gott sei Dank am Ende. Weiß nicht, was mich da erwartet. Ich weiß aber, dass ich dann, wenn ich das erreicht habe, zurücklaufen darf. Ich
kann ich auch aufrecht stehen. Jetzt überall diese. Ich vermute mal, dass da irgendwie ein Schott vorher drin war. Ja. Irgendeine Funktion wird es damals gehabt haben. Ja, hier ist leider zugemauert. Gibt auch kein links und kein rechts. Ich weiß auch nicht, wo ich da oben bin. Ja, das ist der Gang. Und jetzt, wenn ihr das Licht da hinten seht, ja, dahin darf ich jetzt zurücklaufen. Na, super. Echt nicht verstehen kann. Der Bunker ist ja eigentlich ein Teil. Ja, wenn ihr jetzt seht, ja, was hier ist, da oben ist die Stahlarmierung. Und plötzlich ist hier so ein Spalt zwischen diesem Bunker. Was hätte es denn irgendwie zerrissen? Aber dann wäre auch der Gang hier kaputt. Also, kann ich mir nicht erklären. Und versetzt da unten geht dieser Riss auch weiter. Dezent komisch. Wieder mal Erdhügel. Hier ist quasi oberhalb in dem Bunker. Da unten ist der Steinboden, wo ich vorhin erzählt habe. Wenn er könnte, würde er viel erzählen können. Wobei das kleine Löchlein noch relativ harmlos ist. Fast sicher, die ist auch von damals. Sind fies. Oder das da. Wie gesagt, da geht es in den unteren Bereich. Und der Bunkeranlage hier. So, ich zwänge mich dann wieder raus. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Inzwischen wieder draußen unter diesen komischen Hügel runtergekraxelt. Haben wir noch dieses hier. Mal schauen, was uns da erwartet. Hältst du die Kamera wieder? Ich habe auch den Akku draußen, dann stecke ich den mal kurz hier.
So, jetzt sind wir in dem Bereich, wo da die Lampe wechselt. Diese Tür hier. Wenden hier leider auch keine Zeitdokumente. Dann ist das Pinkelbecken. Ja, jetzt schauen wir hier so kleine Sachen wie so eine Schraube, so eine Mutter. Es sind noch andere Kleinigkeiten gibt, die vielleicht von damals sind. Hier ist das Ende vom Bunker. Allerdings hatte ich gehofft, dass da oben so eine kleine viereckige Öffnung ist. Das ist nämlich die, die ich von außen gesehen habe, wo ich der Meinung war, da passe ich ja noch durch. Gut, aber das mache ich ja heute nicht mehr. Dann muss ich wieder den Berg hochklettern. Nee, muss nicht sein. So, also. Das hier war der Bunker. Schön, dass er Zugangsmöglichkeiten gefunden haben. Und jetzt kletter ich hier wieder raus und dann schauen wir mal, was wir noch so für euch haben. So, liebe Freunde der Nacht. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Wir sind immer noch hier. Ja. Wahnsinns-Place. Ort mit Geschichte. Allerdings ist uns zwischenzeitlich klar geworden, das Fenster offen. Hier, komm rein! Leute, das ist jetzt Lost Place. Wir haben euch gesagt, wir nehmen euch mit. Brauchen Taschenlampen? Hast du eine einstecken? Müssen wir Auto gehen? Hol mal Taschenlampen. Ich mache hier schon mal weiter Video. So, also, genau, das ist jetzt live, das war jetzt echt live, ohne Scheiß, wir haben es vorher nicht gewusst. Wir sind immer noch hier, Ort mit Geschichte, ja. NS Ordensburg aus dem Dritten Reich. Allerdings hätten wir gewusst, dass das Ding so groß ist, hätte ich mich besser informiert, dass ich ein bisschen was dazu sagen kann. Das zum einen, zum anderen hätten wir dann nicht diese Idee gehabt mit diesem Tagesvideo, dass wir euch mitnehmen, sondern hätten das wirklich heute nur hier gemacht und hätten dann dieses Video NS Ordensburg genannt, Teil 1, 2, 3, 4, 5, weil hier gibt es dann wirklich viel Videomaterial. Und jetzt haben wir da gerade gesehen, dass da ein Fenster offen ist. Müssen wir die Taschenlampe holen. das heißt, ihr kriegt auch sogar Innenaufnahmen, was mich jetzt gerade so besonders freut. Zeige ich mal hier noch ein bisschen was von. Ich muss gerade mal nach dem Akku hier gucken. Irgendwie
arbeitet der gerade nicht jetzt. So, genau, ein bisschen was hier von außen. Hier. Typische Bauweise, Dritte Reich, wenn es um solche Orte ging, wie diesen hier. Und jetzt zeige ich euch mal einen coolen Ausblick. Viele von euch, die in Geschichte aufgepasst haben, kennen diesen Turm da hinten. Keine Angst, kriegt ihr nochmal eine Nahaufnahme, gehen wir nämlich auch noch hin. Das sind auch wieder Treppenstufen, die, wenn sie könnten, sicherlich viel zu erzählen hätten. Ist natürlich noch die Frage, dass da unten, seht ihr das, ein Bunkereingang ist. Sage ich euch aber gleich, gehe ich gleich gucken. Was mich nur wundert ist, es sind immer diese Streifen vom Sicherheitsdienst. Ja, Sicherheitsdienst hin oder her. Da vorne ist ein Fenster auf. Ist denen das nicht aufgefallen? So, ich will aber jetzt gar nicht so viel Zeit verschwenden mit dem Gebäude hier von außen filmen, weil wir haben ja da dieses offene Fenster entdeckt. Soll ich da mal hochklettern? Aufnahme von oben. Ihr wisst, ich mache das. Genau, weil wir haben ein offenes Fenster entdeckt und wir möchten den Rest Tageslicht noch nutzen, um euch das von innen zu zeigen. Erstens ist das ein besseres Licht als künstliches Licht hinter dem Gebäude. Ein besseres Licht als Tageslicht. Quatsch, ein besseres Licht als Lampenlicht. Naja, das ist keine Ahnung, was das hier ist. Ja, außerdem besteht die Gefahr immer, wenn man sich in Dunkelheit, ne, logischerweise, mit einer Taschenlampe in einem Gebäude befindet, dass man gesehen wird. Wollen wir natürlich vermeiden. So, ich guck mal, ob vielleicht hier... Ne, die ist zu, brauche ich gar nicht gucken. Ist auch egal, wir haben ja oben dieses offene Fenster. Ja, war klar. So, dann gehen wir jetzt mal ganz schnell zurück, damit wir euch dieses wunderschöne Gebäude auch noch von innen zeigen können. Wie gesagt, dann gibt es für heute noch einen kurzen Abschluss vor diesem Turm, den ihr sicher alle kennt. Geht jetzt nicht hoch, ich sehe nichts auf. Und dann setzen wir hier morgen unsere Reise fort mit dem kleinen Projekt. Wollen wir euch einfach mal live teilhaben lassen, also live in Anführungsstrichen. Wie das so ist, wenn man sich bewegt, wenn man was entdeckt, wenn man hofft, dass was offen ist, wie hier zum Beispiel. Ja, das machen wir ja gerade aktuell. So, ich schalte mal ganz kurz ab. Wir müssen da, wenn, schnell rein. Und hier laufen nicht auch noch andere Leute rum. Ich kann ja unser Glück gar nicht fassen.
So, dann, liebe Leute, da ist eine Tür, dann laufen wir die auf. Ihr werdet gleich erleben, bis gleich. So, also, wir hatten Glück. Die Tür war offen. Und jetzt sind wir gespannt, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall wieder mal Toiletten. Eine wunderschöne Aussicht. Ist der Ausblick, wo man schön auf den Turm guckt. Super. Und typischer Lost Place-Geruch. Ja, nicht wundern, dass ich dich nicht so hoch halte, sondern so eher nach unten. Weil ich halt nicht möchte. Ach, würde sich die Kamera vorholen. Achtung, ihr wisst, die Kamera mag Schlüssel. Ich halte die Kamera dezent in die Höhe. Da draußen ist dann doch schon Dämmerung. Ich möchte halt nicht unbedingt, dass wir aufgrund der Taschenlampe gesehen werden. Die Zimmer hier sind eigentlich alle gleich. Hier gibt es aber ein paar Schlüssel. Okay, hier drin bewegt sich oder lebt irgendein Tier, wie ihr seht. Natürlich gehen wir in den Keller, dem was anderes erwartet. Hier in den Toiletten. Okay, das ist scheinbar noch gar nicht der Keller, geht's auch nicht, ist der Keller. Okay, also die Tür hat wohl mal einer aufgemacht und sie wurde dann auf die Art und Weise verschlossen. Hier ist ein Barbereich,
mehr herausgehängt. Genauso wie Waschbecken. Hier standen die Bierfässer, hier sind nämlich die Anschlüsse dafür. Hier hätten wir einen Zeitstempel. Für diesen Place 1988. Natürlich werde ich gucken, was unter der Klappe ist. Ihr kennt mich doch. Nix. Beton. Ja. Das ist doch mal Düsseldorf. Man den Verfall dieses Objektes. Ich weiß nicht, was das hier. Ah, es könnte die Küche gewesen sein. Genau, das ist gut möglich, dass das hier die Küche war. Und hier wurden Bohrungen durchgeführt. Warum, wieso, auch immer. Man weiß es nicht. Fährt. So, also aus Zeitgründen, also Zeit wegen der Lampe hier, weil die Gefahr, dass man hier draußen sieht, dann wirklich gegeben ist, überspringen wir diese Etage quasi. Die ist auch genau wie die Etage unten drunter. Wie gesagt, ich möchte wissen, was hier für ein Tier liegt. Das ist nämlich überall. Ja, da geht's weiter. Fragt, wenn das Tier nicht weiter geht, warum es zum Kacken ins Haus geht. Also. So, dann nehmen wir für euch noch. Oh, hier ist ja ganz extrem.
Nicole kann vielleicht sagen, was das für ein Tier ist. Hier auch wieder von dem Tier. Vielleicht fällt es mich ja gleich an, dann kann ich euch sagen, was es gewesen ist. Hier auch. Das setzt sich hier jetzt, glaube ich, komplett fort. Ja, auch wieder typische Lost Place Geruch. Räumlichkeiten in der oberen Etage. Wie gesagt, wahnsinnig tolle Aussicht. Deswegen steht die NS Ordensburg wohl auch genau hier. Wie gesagt, die Zimmer sind alle gleich. Muss ich ja nicht alle einzeln abfinden. Hier ist nochmal eine separate Toilette. Ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. So. Joa. Das ist halt ein Dachboden. Ich bezweifle, dass wir hier irgendwas Interessantes finden werden, weil er halt einfach schon modernisiert worden ist. Ich muss mal ganz kurz mit dem Spinnenzeug hier aus dem Gesicht machen. So. Also hier wird sich nichts mehr finden lassen. Material, Elektrik, von daher, ja. Ich glaube, wann die Ordensburg errichtet worden ist, das wisst ihr alle, wurde halt später von der belgischen Armee genutzt, die die Räume teilweise halt verändert und modernisiert hat. Da oben ist ein Dachboden. Mal gucken, ob ich die Klappe runterkriege. Also nicht der Dachboden wie mit der Luke eben, sondern der richtige Dachboden. Ja, genau wie auf der anderen Seite. Nur noch eine separate Toilette. Okay Leute, wir haben, eigentlich wollte ich euch den Dachboden noch zeigen, wir haben auch die Leiter mittlerweile schon unten. Dann haben wir zwei Etagen unter uns, an dem einen Fenster oder an einer Tür was gehört. Wir wissen nicht, ob jetzt hier noch jemand anders drin ist oder nicht. Es ist jetzt kein Clickbait, keine Show, das ist wirklich wahr. Also wir haben, wenn ihr euren Lautsprecher anmacht, hört ihr es sogar. Das war da, wo ich den Dachboden aufgemacht habe, unter uns. War ein Geräusch zu hören. Wir wissen nicht, ob jetzt hier jemand drin ist, ob das ein Sicherheitsdienst ist, wir haben keine Ahnung. Fakt ist aber, wir verlassen jetzt das Gebäude und ja, Dachboden ist halt Dachboden, verpassen wir jetzt auch nichts. Und ja.
ja, auch das gehört dazu. Nein, es war jetzt kein Spaß. Also als ich diesen Dachboden aufgemacht habe, also die Klappe runtergezogen habe, war es wirklich so, als wäre ein oder zwei Stockwerke unter uns ein Geräusch gewesen. Wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen. Ja, deswegen haben wir das Gebäude wieder verlassen. Wie gesagt, gehört auch zur NS Ordensburg. Ihr wisst alle, was das ist. Ist aber nur eines der Gebäude, was halt auch durch die belgische Armee genutzt worden ist. Nicht alle sind es. Nur ein Teil davon. Ja. Es gibt hier noch ganz viel zu sehen. Wir beschließen diesen Tag aber jetzt für heute. Und ja, wartet mal ganz kurz bitte. So, wir beschließen den Tag für heute. Tolle Aussicht. Aber hier, wo wir den Tag heute beenden, werden wir ihn morgen wieder beginnen. Ja, es gibt hier noch so zwei, drei Sachen, die wir uns gerne anschauen möchten. Und danach haben wir dann ja, noch so zwei, drei, vier andere Places. Selbes System wie heute. Wir nehmen euch mit, lassen euch quasi mal teilhaben, wie das so ist. Und ja, war für uns ein spannender Tag, ein langer Tag. Und ja, wir sind gespannt, was ihr diese Idee sagt, wie wir sie heute mal gemacht haben. Ihr wisst, normalerweise machen wir einen klaren Lost Place, filmen den ganz klar ab, erzählen was dazu, fertig. Wir haben es mal anders gemacht. Mal schauen, wie das bei euch ankommt. Ich bin gespannt. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ist auch egal, wenn es euch nicht gefällt, dann seid ehrlich, schreibt es drunter, machen wir es nicht mehr. Aber genauso gut, wenn es euch gefällt, schreibt es ebenfalls drunter, können wir wiederholen. Ja? Nicht hier, es gibt ja noch mehr Plätze. Und ja, für heute bin ich raus. Euch einen schönen Samstagabend und ja, bis morgen.